Das sollt ihr wissen. Neugier ist manchmal der Katze tot. Ist es, Kapitän. Deswegen sind wir ja kundige Menschen. Die verstehen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Niemand kann ihm widerstehen. Das sollt ihr wissen. Haltet euch fern von seiner Domäne. Natürlich doch, Kapitän. Wie ihr es für am besten haltet. Also habt ihr eure Untersuchung abgeschlossen? Können wir mit Sulamin und Voltax hineingehen? Ja, ich werde vorgehen. Habe ich an dem Buch noch irgendwas gesehen? Also an magischen Komponenten oder ähnlichem? Also alleine die Tatsache, dass sich das Buch alleine aufschlägt, sollte dir, glaube ich, Ja, das ist schon klar, aber habe ich noch irgendein Merkmal oder so Merkmal gesehen? Merkmal, ja, selbstverständlich. Also es ist nicht dämonisch, es ist vor allem aber eben Prophezeiung, die Merkmalskenntnis dann Hellsicht. Ja gut, ich habe die Merkmalskenntnis Hellsicht, die kann ich dann wahrscheinlich ja, direkt zuordnen. Hast du die Merkmalskenntnis Hellsicht? Ja, habe ich gelernt. Cool. In Romulus, oder? Genau, in Romulus, von unserem Prophezeiungsguy. Bevor ich die Kabine verlasse, schlage ich demonstrativ das Buch vor Boldaks Nase zu. Tempus ist übrigens auch dran. Okay. Das ist ein interessantes Buch, das wir genauer analysieren sollten, wenn wir die Zeit dazu haben. Ihr solltet sehr vorsichtig sein mit solchem Wissen. Das bin ich immer. Nun ja, Serpentilia rühmt sich auch dieser Vorsicht. Nun, er ist noch jung. So ist er. Ja, im Vergleich zu mir. Lass ihn. Ja, der Jung. Ich schieb mal Serpentilia aus der Kabine jetzt raus und Voltax wird wahrscheinlich folgen. Ja, ich gehe ganz entspannt hinterher. Ich bin noch einmal dem Buch hinterher, weil mich das schon sehr interessiert, aber ja. Nicht der Zeit und nicht der Ort. Ich vermute mal, Sulamin ist im Andachtsraum der Kapelle. Ich habe mich eigentlich nicht geschoben. Ich bin nicht recht dazugekommen, was zu sagen, aber ich bin davon ausgegangen, dass ich noch da bin. Achso, okay. Nun, Sulamin, werdet ihr bereit? Dann wollen wir ihm mal das Angebot unterbreiten. Es klingt vernünftig. Ja, wenn er sich nichts vorzuwerfen hat, gibt es nicht viele Gründe, das Angebot nicht anzunehmen. Aber lasst uns hören, was er sagt. Wir geben eine hervorragende Gelegenheit aus der Hand, aber der Kapitän hat entschieden. Sulamin, ich schlage vor, ihr sprecht mit ihm, denn ihr habt ja ursprünglich auch die Anschuldigungen erhoben. Nicht wahr, durch das nun Verlieren eurer Tagebücher. Ja, nun, ich will ihm nichts Böses. Gewiss, die Anzeichen erhärten sich, aber im Grunde genommen wäre ich froh, ihn einfach gehen lassen zu können. Nun, ein Buch aus dem Nichts zu manifestieren, das ist schon etwas. Dieser Paktierer ist zu gefährlich, um ihn freizulassen. Wenn er ein Paktierer ist, dann werden wir ihn als solchen behandeln müssen. Es wäre sicherlich möglich, dass es sich hier um eine sehr weit fortgeschrittene Variante der Elementarmanipulation handelt. Unwahrscheinlich. Schließlich, Bord Magos, konntet ihr keine dämonische Verseuchung auf dem Objekt feststellen, nicht wahr? Ich habe die Talentspezialisierung Magiekunde Elementarismus. Kann ich damit sagen, dass das definitiv nicht möglich ist? Ja, Papier ist am Ende auch nur Humus. Ja, aber Tinte nicht. Tinte ist Wasser. Vielleicht auch, aber der Inhalt muss ja irgendwo herkommen. Also ein elementarer Meister kann sowas aus Holz darstellen, ja. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass er es aus dem Holz rausgezogen hat. Also dass es selbst nicht das Holz war, sondern dass es nur im Holz verborgen wäre. Aber du hattest ihn, glaube ich, auch schon mit einem Odem angesehen, oder? Mhm, ja. Und selbst wenn er sowas wie eine verborgene Aura oder sowas hätte, höchstwahrscheinlich nicht, nein. Also seine magischen Fähigkeiten reichen dafür nicht aus. Dafür reichen seine magischen Fähigkeiten nicht aus. Nichtsdestotrotz weise ich einmal mehr darauf hin, dass ihr ebenso keine dämonischen Komponenten feststellen konntet. Wenn er keine Magie beherrscht, wie kann er das Werk denn schaffen? Vielleicht ist er ein Geweihter einer Blottheit. Er beherrscht Magie, wenn auch nicht sehr gut. Wobei sich das lächerlich anhört, wie ich gestehen muss. Nun, wir werden sehen. Sulamin, ihr sprecht mit ihm und ihr könnt ja sowieso ganz gut mit Menschen. Vielleicht kriegt ihr noch etwas aus ihm heraus. Ach, was weiß ich.
Ehre war sehr umgänglich. Ich empfehle, das wäre ihm dieselbe Bevorkommenheit. Total wird denn das sein. Er muss mich erst von seiner Unschuld überzeugen, bevor ich ihm irgendetwas zukommen lasse. Ich sprach mit der allerbezauberndsten Zulamin. Ich nicke und trete an die Tür, klopfe an, damit die Wache drinnen aufmacht. Die Tür geht auf. Wir sind hier, um noch einmal mit dem Gefangenen zu reden. Alles klar, ich gehe raus. Oh, schön, dass ihr da seid. Ich wusste, ihr könntet sie holen. Wie gesagt, ich habe euch viel mitzuteilen. Ihr wollt wieder durch den Sturm, oder? Ich kann euch helfen. Kanizitiana. Ja? Vergilio ließ uns wissen, dass ihr hier raus wollt. Ja, genau. Ich möchte euch wieder dienen mit meinem Wissen. Nun, wir wollen euch ebenfalls nicht hier festhalten. Deswegen möchte ich euch ein Angebot machen, um eure Unschuld zu beweisen. Würdet ihr einer Prüfung eurer Seele zustimmen? Wartet. Gebt mir einen Moment. Ihr sollt wissen, dass ich euch nicht zwinge. Wenn ihr ablehnt, nennt mir einen Grund und an eurer Situation wird sich nichts ändern. Wenn ihr aber zustimmt, dann könnt ihr euch in wenigen Stunden wieder frei auf dem Schiff bewegen und genießt unser Vertrauen. Er überlegt kurz und nickt dann. Ja, aber dann möchte ich sofort wieder frei. Also wenn ihr jetzt meine Seele mit einer Prüfung, dann möchte ich aber sofort wieder freikommen. Nachdem ihr geprüft seid. Ja, selbstverständlich. Nicht davor. Nachdem ich geprüft wurde, aber dann sofort. Ich möchte mich wieder frei bewegen. Ich brauchte das Labor brauche ich nicht, aber ich möchte euch dienen mit meinem Wissen. Ich schaue über die Schulter. Kapitän, seid ihr damit einverstanden? Wir werden sehen, was bei rauskommt. Ich möchte im Hintergrund ermutigend nicken. Ich nicke auch. So nach dem Motto, das wird schon. Nun gut, dann wollen wir uns alle in die Kapelle begeben. Ich habe noch eine Bedingung. Ihr stellt Bedingungen? Ich möchte eine Entschuldigung vom Kapitän, wenn meine Seele rein ist. Niemals. Nun, es war... Ja. Wenn seine Seele rein war, war es eine falsche Anschuldigung. Richtig. Ich glaube, dann müssten wir uns wirklich entschuldigen. Ich meine, wir haben in bestem Wissen gehandelt, aber einen Fehler gemacht. Wir haben einen Fehler gemacht, aber haben wir ihn unmenschlich behandelt? Haben wir ihn gefoltert? Es war unsere heilige Pflicht, der Sache nachzugehen. Wo habt ihr dieses Buch her, das ihr ihm gegeben habt? Das spielt keine Rolle. Es spielt das ist eine jetzt Rolle. Hier, das ist jetzt antwortet. Hier gar nicht... Nein! Antwortet! Zulamin prüft mich und danach möchte ich eine Entschuldigung haben. Vorher verrate ich euch gar nichts mehr. Nun, eine vernünftige Bedingung. Denkt ihr nicht, Zulamin? Nun, die Anschuldigung gegen ihn ist es, ein Paktierer zu sein und nicht Bücher aus der Wand zu ziehen, was meines Erachtens nicht strafbar, wenn auch verdächtig ist. Ich habe nie etwas Strafbares getan. Nun, wenn er keinen Pakt eingegangen hat, dann haben wir keinen Grund, ihn festzuhalten. Ich würde gerne mal Menschenkenntnis würfeln. Ob er nie etwas Strafbares getan hat. In die Box. Ja, selbstverständlich. Dann muss ich die Box anklicken, oder? Du musst den Totalwürfel in die Box reinziehen. Ah, okay. Alles klar. Mich würde das auch interessieren. Ich möchte gerne nicht Menschenkenntnis würfeln, ob Adel mir irgendwie der Hirnfraß geholt hat. Aber die Antwort darauf kenne ich schon. Liegt hier noch ein Buch rum? Also hat er mit dem Papier irgendwas gemacht oder liegt das unbenutzt an der Seite? Das Papier ist wenig beschrieben. Zu schade. Und das andere Papier, was ihm gegeben hat, das ist verschwunden. Damit habe ich gerechnet. Boltax, du bist der Meinung, er sagt die Wahrheit und Zulamin, ja, das ist die Wahrheit. Er selbst hat nie etwas Strafbares getan, so wie er es definiert. Das ist also wieder die Wahrheit plus X. Das seltsame Gefühl, das ich auch hatte, als er gesagt hat, er weiß nicht, wo mein Tagebuch ist. Ja, es ist genau das gleiche Gefühl. Gut, dann wer möchte alles der Zeremonie beiwohnen? Ich? Nun, nicht selbstverständlich. Ich denke, ich werde ein Quartier vorbereiten für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass ihr zu dem Ergebnis kommt, das ich erwarte. Nun gut. Es wird einige Stunden dauern. Lasst uns hinübergehen.
Okay, dann geht ihr in eure eigene kleine Kapelle, die ja auch geweiht ist. Kanisitiana fängt nicht spontan an zu brennen. Zahlreiche, könnt uns die Dukatengardisten erkennen. Die Wache aus dem Raum selbst wird sich dann auch im Flur positionieren, wenn das Ganze jetzt frei ist. Und die anderen beiden bleiben so sehr davor stehen, dass ihr dort in Ruhe seid und Kanisitiana aber auch nichts Böses tun kann. Die kleine Ylvi wird dann eben auch verschwinden und höchstwahrscheinlich durchs Schuff stromern. Und so könnt ihr dann die Zeremonie vorbereiten. Seelenprüfung. Erzähl mir mal bitte, was man da tut und wie lange das dauert und was der Effekt wäre, wenn er dann klappt. Also es handelt sich um eine Zeremonie. Das heißt, es dauert schon ein paar Stunden. Das heißt, wir sind den Abend über beschäftigt. Und dank der Liturgie erfährt der oder die Geweihte, wie es um die geprüfte Seele steht. Er kann erkennen, ob sie initiiert oder einem Gott geweiht wurde, mit dem Mal des Frevlers behaftet ist, einen Pakt mit einem Dämon geschlossen hat oder sogar unter Anathema steht. Nicht sehen kann er hingegen, welcher Gottheit der geprüfte geweiht ist, also wenn es sich um einen Geweihten handelt, mit welchem Dämon sie einen Pakt geschlossen hat und in welchem Kreis der Verdammnis sie sich befindet. Also einfach nur Paktierer, ja, nein. Als Aufgabe eines Geoden ist ja auch das Lockern des Seelenbandes zwischen dem verstorbenen Bruder und dem eigenen, also dem neuen Schützling, dem Zwerg, der ja quasi seinen Zwillingsbruder verloren hat. Deshalb würde ich bei dieser Zeremonie auch mitbeten, weil sie zumindest in den Aufgabenbereich von Boltax ansatzweise reinfällt. Also Susamin darf sich ein Mitbeter, also ohne Effekte natürlich, weil ich bin nicht geweiht und nix und bin auch kein Akolut von Raya, aber ne, das ist was, wo Boltax mitbeten würde. Na, du zählst deswegen ja trotzdem als ein Mitbeter. Ja. Gut, dann gehen wir mal die Sachen durch. Schauen wir mal, wir haben die -1 für den Boden einer verwandten Gottheit. Wir haben nicht den passenden Monat. Ein Paktierer aus dem Verkehr zu sehen, greift das Ordnen ins Weltgeschehen ein. Du ziehst ihn ja nicht aus dem Verkehr, du findest nur heraus, ob er einer ist. Nein, zählt nicht. 0 Punkte. Gut. Ist das Ziel Paktierer? Ja, stimmt. Aber es handelt sich ja nicht um eine segnende Liturgie, also er profitiert nicht davon. Sonst wäre das ja gar nicht möglich, dir auf einen Paktierer zu sprechen. Ja, doch, die Erschwernisse gibt es ja trotzdem. Es gibt keine Erschwernisse, sondern es ist unmöglich, einen Paktierer zu segnen. Das heißt nicht, dass man keine Liturgie auf ihn sprechen kann, um ihn zu anzuschauen, gewissermaßen. Man kann ja auch Fexens Sternenwurf auf, weiß ich nicht, den Drachen Razzazor machen. Wobei zugegeben, Fexens Sternenwurf ja auch nur zum Herbeirufen des Dings. Das Bandstrahl wäre das bessere Beispiel. Ja, gut, okay. Ja. Dann ist es eine Grad 4 Liturgie, das ist eine 4er Erschwernis. Das heißt, ich wäre jetzt bei einer 3er Erschwernis und ich habe Mitbeter, das heißt, es ist noch eine 2er Erschwernis. Gut, dann würfeln wir bitte in die Box. Mhm. Kann ich das shippen? Du hast keinen Schicksalspunkt. Ja, aber könnte ich das shippen? Nein. Außerdem, du siehst es doch gar nicht, oder? Wie? Aber ich möchte keinen als Indianer behalten. Er wird ja wohl einen Plan haben, wenn er dem schon zugestimmt hat. Okay, wollen in der Zwischenzeit die anderen noch irgendetwas tun, die nicht involviert sind? Diamantas beispielsweise? Nein, tatsächlich nicht. Ich stelle mich oben aufs 6, auf Achterdeck und schaue dann in Richtung, wo wir den Sturm erwarten können. Also in Richtung Segelsrichtung. Ja, du kannst auf alle Fälle erkennen, ihr seid jetzt 2, vielleicht 3 Stunden unterwegs und vor dir baut sich dann eine gewaltige Wand aus einem Sturm auf. Du bist auch der Meinung, dass es nicht clever wäre, den jetzt in der Nacht zu durchfahren. Das wäre Selbstmord, unabhängig davon, dass es sowieso da drin dunkel ist, aber das in der Nacht dann zu machen, wir haben jetzt die 19. 20. Stunde, das wäre absoluter blanker Wahnsinn. Wie weit sind wir davon entfernt? Ein paar Stunden oder? Also du würdest sagen, grob eine Stunde oder sowas vorher anhalten. Das wären dann ungefähr 10 Meilen vor der Wand. Okay. Dottore?
Ja. Wie lang wollt ihr die noch fahren? Wir werden auf jeden Fall vor dem Sturm ankern und den nicht bei der Nacht durchschreiten. Das ist richtig so. Ei? Ja, also ich würde auch da durchfahren, aber ich finde das wahnsinnig. Gab es ja keine anderen Befehle vom Kapitän. Und ich widerspreche ihm nicht, vor allem nicht nach den Schreien, die ich jetzt vor kurzem gehört habe. Gut, dann sollten keine weiteren Befehle kommen, werden wir den Sturm nicht bei Nacht durchfahren. Das war schon beim ersten Mal verlustreich genug. Okay, dann Segel aus dem Wind. Lass den Anker nieder. Da bin ich mal gespannt, wie viele Knoten wir dann hier haben. Ich bin mir bei der Stelle hier nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben keine besseren Alternativen. Na, besser wird's nicht. Wir können uns auch treiben lassen hier. Ich weiß nicht, wie clever ist jetzt den Anker, aber wir sind ja jetzt zumindest... Also wenn jetzt hier keine Monster oder sowas auf uns warten, von dem Friedhof der Seeschlangen sind wir ja weit genug entfernt. Richtig, aber... Lassen wir den Anker werfen, vielleicht finden wir Grund, und falls nicht, dann bleiben wir einfach hier und lassen ein paar Ruder ausgeben oder sowas. Wir finden eine Möglichkeit und schließlich sind wir hier mal noch bei der Nähe. In der Nähe von Maraskan. Nur will die Götter wissen, was für elendes Gezücht sich hier auf den Inseln und im Meer rumtreibt. Ja, dann habt ihr natürlich recht. Ja, ich wollte gerade sagen, die Wachen verstärken, vor allem in der Nacht, und dann gut Laternen ausgeben lassen. Gut. Dann, was der Kapitän auch immer vorhat, sobald er fertig ist, gebe ich ihm die Änderungen weiter. Ich hatte übrigens vorhin so einen kleinen Ruck gespürt, als ob wir uns viel zu schnell einmal bewegt hätten, wie so ein Zappeln, weiß ich nicht genau. Mit dem Schiff stimmt irgendwas nicht, es ist verflucht. Das habe ich neulich schon zu Angrosminia gesagt, weil wir hier so eine Drift hatten. Das war kurz nach dem ersten Sturm. Aber mittlerweile fährt es sich wieder normal. Noch vorhin hatte ich, wieder gesagt, so ein Zucken. Es würde sich das Schiff irgendwie bewegt haben. Also zu schnell, als dass es das eigentlich ging. Das ist sehr eigenartig. Vielleicht kann Hasswolf dazu Näheres sagen oder nähere Beobachtungen anstellen. Aber die Platten, die von diesen merkwürdigen Wesenheiten infiziert, besessen waren, haben wir eigentlich alle ausgetauscht, oder? Ja, richtig. Das hat dann Rosmin ja getan, als wir an... Tutsak war das nicht. Wie hieß denn das da? Sinode? Irgendeiner von den blöden Städten da im Norden von hier. Aber Angroschmini hat irgendwie noch zwei oder drei Platten da rumliegen. Die werden zwar nicht verbaut, aber die hat sie zumindest aufbewahrt. Den Rest haben wir verbrannt. Hatte irgendwie so schwarzöliges Feuer. Kann nicht gesund gewesen sein. Interessant, wenn wir noch... Und unsere Magier werden die nötigen Analysen wohl bereits durchgeführt haben. Also dadurch werden wir nicht mehr rausfinden. Ja, alles klar. Ich wollte es euch nur gesagt haben. Gut, aber finde ich gut, dass ihr jetzt hier das also auf eure Kappe nehmt. Nicht, dass der Kapitän dann ausrastet, wenn ich jetzt hier halten lasse in der Nacht. Nein, der Kapitän hätte noch ein deutlich schlechteres Gemüt, wenn wir wieder auf 20 Leute verzichten können. Außer es sind welche von diesen verdammten Piraten. Ja, alles klar. Ja, dann weitermachen. Ja, und ich gehe dann zur nächstbesten Person, meinen Stellvertreter oder wer das auch immer ist, um mal die Befehle weiterzugeben. Vielleicht haben wir die Dukatengarde. Ja, Hasswolf steht dann neben dir irgendwo in der Reling mit seinem verbliebenen Auge, brummelt nur irgendwas von Abenteuern, dann könnt ihr euch über die Filiason-Expedition unterhalten. Serpentilio, du wolltest sowas sagen. Ich habe drei Dinge vor. Zuerst möchte ich gern meine eigene Abschrift am Arcanum querblättern, ob die irgendwas darüber sagt, wie Faktiere sich vor göttlichen Wirkungen schützen können. Göttliche Götter und Kulte. Götter und Kulte. Krieg ich Erleichterung? Spezialisierung, Dämonologie würde zählen. Kriege ich Erleichterung, weil ich Literatur habe? Arcanum? Ist das ein besonderer Besitz oder so? Nö, ist einfach nur eine Abschrift, die er ausbaut. Ja, dann sind es aber auch nur drei Punkte. Das ist okay. Wär's ein besonderer Besitz, hätte ich dir mehr gegeben, aber... Dann hätte ich sogar 8 über. Also du weißt, dass es die Gabe von Erzdämonen gibt, dass sie vor göttlichem Wirken schützen. Das ist dir bekannt. Aber mir ist nicht bekannt, ob man da mit einer Seelenprüfung entgehen kann. Nein, das steht da nicht drin. Okay, gut. Als zweites möchte ich tatsächlich, wie ich gesagt habe, eine Kajüte herrichten. Also ich bin kein Hausmann, also wird Serpentilio, also er ist kein Hausmann, er wird also einfach dafür sorgen, dass halt Kissen und eine Hängematte da sind und
dass nicht auch irgendwie die Überlassenschaften vom letzten hier rumliegen und dass die Papiere, die er in der Zelle zurückgelassen hat, hergetragen werden. Das sollte nicht so lange dauern, denke ich. Und zu guter Letzt möchte ich ein wenig Eigenblut loswerden, um meinen Zauberspeicher aufzuladen, also meinen Kraftspeicher. Ich nehme an, ich kann natürlich nicht punktgenau kontrollieren, wie viel das ist. Also sagen wir auf ein W6 genau? Ja. Okay, dann möchte ich 3 W6 Punkte LEP loswerden. Sehr gut, das sind 15. Das setzt sich 1:1 um. Gut, den letzten schenke ich dir, das sind also 7 ASP. Sorry, setzt sich 1:2 um. Und damit bin ich fertig. Der und dann werde ich halt noch Oscar oben hängen, die letzten 2 Stunden. Sorry. Gut. Aber mir, du guckst nur zu, ja? Ich beobachte diesen Paktierer sehr scharf. Die Sphärenlinse. Kann ich vermuten oder vermute ich, dass ich damit eventuell das Ritual oder die Zeremonie von Sunamin stören könnte, wenn ich in die zweite Sphäre gucken würde damit? In die zweite Sphäre? In die zweite? Ja, alle Sphären. Hä? Wieso in die zweite? Da also du weißt es nicht, nein. Hey. Müsstest du ausprobieren. Also du hast sowieso keine Ahnung von dieser Sphärenlinse. Du hast sie einfach gefunden, du hast sie jetzt einmal benutzt und ansonsten hast du keine weitere Ahnung. Musst du ausprobieren. Warum probier's aus? Was soll im schlimmsten Fall passieren? Ich meine, du kannst Zulamin fragen, ob es sie stört, wenn du hier mit der Linse guckst. Ja, du bist ja wahrscheinlich gerade beschäftigt so mit Singen und was auch immer du tust da gerade. Ich würde abwarten, nein. Bis ich eine Regung oder dass er sich unbedingt bewegt oder sich unwohl fühlt, dann würde ich es eventuell in Abigo ziehen. Aber bis dahin beobachte ich nur weiterhin sehr scharf den Paktierer. Nein, also er sitzt auf den Knien oder kniet generell vor dem Altar, hat seine Hände jetzt aber auch nicht gefaltet oder sowas, dann wartet einfach nur ab und dreht sich auch nicht um zu dir oder so. Also wenn du so ein bisschen um den Altar herum stolzierst, kannst du auch sehen, dass er sich wohl freut darauf, dass er demnächst wieder entlassen wird. Schaut dich erwartungsvoll an, aber ansonsten tut er nichts. Also er will doch nicht aufstehen, er guckt sich nicht auch nach dir um, wenn du ihm seinem Rücken stehst, das ist ihm alles egal. Ja, also Sulamin ist eigentlich ganz positiv gestimmt, denn sie wäre auch glücklicher, wenn er kein Paktierer wäre. Aber die Menschenkenntnisprobe hat ja zumindest dieses leise Unwohlsein geweckt. Könnte ich vielleicht auch noch Götter und Kulte würfeln? Ja, kannst du natürlich machen. Ich meine, die fünfte Sphäre, nicht die zweite, ich habe gerade nicht getäuscht. Ja, die zweite ist die Elementarsphäre. Deshalb war ich auch so verwundert, warum glaube, die Elementarsphäre. Ich glaube, die Götter könnten etwas pisst sein, wenn du ihnen in die Sphäre kommst. Deswegen haben wir so schwer überlegt. Ich meine, hey, der Vampir ist voll dafür, aber wirf ihm nicht Unvorsichtigkeit vor, wenn du das magst. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass du das jetzt machst. Aber ich meine, ich habe mal gesagt, drei aus drei von mir. Ja, also Zulamin, du weißt auch, dass sich Paktierer vor göttlichem Wirken schützen lassen können. Die Seelenprüfung müsste aber ein unglaublich scharfes Instrument sein, ähnlich wie so ein chirurgisches Messer, wo du dann eben spezielle Informationen bekommst. Du weißt aber auch zusätzlich, dass Ärztemon, solange du in ihrer Gunst stehst, dir andere Dinge schenken können, die nicht näher spezifisch benannt worden sind. Also das sind Geschenke, die dann jederzeit abgerufen werden können, die sehr subjektiv auf die Situation angepasst werden können. Also das ist das schärfste Instrument, was euch zur Verfügung steht, aber ja. Also wir verdächtigen ihn ja, ein Amazaroth-Paktierer zu sein. Und Zulamin weiß bereits, dass er keine Probleme hatte, als Netia ihn berührt hat oder genau, so. Das heißt, dass da Schutz vorhanden ist, wäre klar, also wenn er ein Paktierer wäre. Aber könnte ja dir aber auch genauso gut Zweifel einimpfen, weil Netia hat ihn ja schon untersucht und hat nichts gesagt. Ja, also du kannst es ja wie eine Map ansehen, wie du gehst einfach die mathematischen Pfade entlang.
A, er ist kein Paktierer, dann folgt daraus B oder C. Oder aber er ist ein Paktierer, das wäre Option D, dann folgt daraus das oder das. Mhm. Er kann kein Paktierer sein, der keinen Schutz vor göttlichem Wirken hat. Das funktioniert nicht, genau. Weil er sonst A, er war in einem Tempel in Zorgan, B, er wurde von Netia berührt, das folgt eben alles daraus. Das heißt, wenn er ein Paktierer ist, dann muss er Schutz vor göttlichem Wirken haben. Du weißt aber nicht, ob das ihm jetzt gerade hilft.